Hallo, liebe Mädels und Jungs, wieder eine weitere Folge auf der Obergrebach. Und wir haben letztes Mal nur ein Völk besessen und jetzt wollen wir uns, oder ich beziehungsweise möchte mir zwei neue Felder kaufen. Und zwar hier 14 und 13. Weil sonst geht hier nichts voran. Weil letztes Mal haben wir nur Silage gemacht. Also Gras gemäht. Ja. Und Bäume gepresst und gewickelt. Und die Silage möchte ich dann, oder die Silagebäume möchte ich dann später verkaufen. Aber momentan brauchen wir noch ein bisschen Geld, weil die zwei Felder hier, was ich möchte, kosten 132.000. Die haben wir leider nicht. Und deswegen nehmen wir uns jetzt einen Kredit auf. Noch bis, schätze mal, 300.000, 350.000. Schauen wir mal. 132.000 kostet es. Okay. So. 350.000 haben wir Miese. Dann kaufen wir uns mal die zwei hier. So. Ja, genau. Feld 14 ist jetzt Baumwolle drauf. Die brauchen wir überhaupt nicht. Und wie schaut es aus mit dem Wachstum? Ja, genau. 13 Hafer ist wieder fertig. Feld 7 haben wir nichts mehr drauf. Da werden wir dann Weizen ansehen. Okay. Das heißt, wir werden mit den Kleinen hier schnell zum Shop fahren und werden wir uns den Pflug holen, den was ich schon bestellt habe. Dann werden wir hier mal Feld 14 den Gau ausmachen. Das heißt, Baumwolle weg. So. Da kommt einer, aber der ist nur weit genug weg. Dann fahren wir raus hier. Wenn wir ein bisschen Kleingeld haben noch, werden wir uns noch eine zweite Sämaschine kaufen. Dann geht es alles ein bisschen schneller. So. Dann fahren wir auf Feld 14. Wir könnten zwar mit der Sämaschine einfach schnell drüber fahren. Aber wenn das wird schon richtig sein, erst einmal richtig alles wegpflügen hier. Und dann werden wir drüber sehen. So, da sind wir. Okay. Was wollen wir jetzt genau? Jetzt brauchen wir die Sämaschine. Und die steht auch noch im Shop. Und später brauchen wir noch unseren Ballenanhänger, aber ein Autoload. Sonst dauert es alles zu lang, das manuell aufzuladen. So, ich denke, nein, wir haben noch keinen Dünger am Shop. Das kaufen soll ich später. Also
kaufen wir hier das mal alles. Die Paletten sind zu teuer, aber sind geil. Ja, 4000. Für 2000 Liter. So. Und hier haben wir Dünger. Naja, gut, 3000. Na gut, kaufen wir uns einmal einen Dünger und Saatgut. Dann nochmal. So. Ich stehe jetzt davon. Der macht nicht auf. Ja, kannst du hupen, was du willst. Ich muss hier raus. Es pressiert. Die Leute haben überhaupt keine Zeit mehr. Nur Stress machen. Nur Stress. Ja, kann ich auch. So. Dann würde man sagen, schmeißen wir mal an die Mühle. Da wäre jetzt hier GPS nicht schlecht. So. Und funktioniert's? Ja, runterfahren sollte man eigentlich schon damit. Wäre vielleicht nicht verkehrt. So. Ich muss leider in Außenansicht fahren, sonst sehe ich nichts. Wie weit ist eigentlich der? Moment. So. Jetzt, wenn der andere Traktor fertig ist, dann lassen wir den einmal Hilfe weiterfahren. Das sollte er weiter ansehen. Und mit den anderen, mit dem New Holland, werden wir uns dann, ja, ich würde mir sagen, dann werden wir uns dann so einen Ballenwagen holen mit Autoload und werden uns einmal die ganzen Ballen einsammeln und dann verkaufen. Dann schauen wir mal, was wir Geld kriegen. Später brauchen wir dann sogar noch mal größere Wiese. Oder wir, ja, wir machen mal ein komplettes Feld. Zumindest Wiese 2 und 3, dass wir die zusammenfügen irgendwie. Mal schauen. Oder wir lassen es so. Was ist eigentlich H2? Hier oben links, H2, ist das nicht auch eine Wiese? Aber es das heißt ja dann B, Wiese 5 wäre auch nicht schlecht. Wiese 5. Ach komm. Heute läuft es wieder super. So, der ist jetzt fertig. Dann können wir hier den Helfer mal einschalten. Jawohl, passt. Dann ist es schon mal fertig hier.
würde mal sagen, das stellen wir dann stellen wir hier mal hin, oder? Ne, das stellen wir hier runter zum Schneidwerk. So, jetzt schauen wir mal, was das, ja, was der Ladewagen kostet für die Ballen. Schauen wir mal. Oder wir leihen uns gerade aus. Das geht auch. Ich Rundballen hier. Das ist der für Rundballen. Egal, was kostet der? Ach, den können wir uns so kaufen. Das passt wunderbar. Dann würde ich sagen, fahren wir schnell mal runter. Holen wir uns den. Dann sammeln wir schnell mal die Ballen ein. Und dann verkaufen wir es. Und dann wird es so ziemlich gewesen sein, wie für heute. Das nächste Mal werden wir ein bisschen mehr machen. Heute ist irgendwie ganz vorangegangen. Ups, der ist ein bisschen größer. Wunderbar. Mal schauen, wie viel das, wie Stück das werden. Aber ein bisschen werde ich schon lohnen. Dann mal später Sojabohnen verkaufen. Aber Ballen würden sich schon lohnen. Aber ich bräuchte unbedingt mehr Wiesen. Naja. So, wir sind da. Funktioniert schon und drauf. Die schauen so richtig geil aus, die rosa Dinger hier. So. Viel werden es nicht, ja. Weil Verwendung haben wir ja keine. Kühe haben wir keine. Also was soll's. Dann verkaufen wir es eben. Wir könnten uns zwar die Dinger, die Ballen aufheben, aber für den Zeitraum lohnt es noch nicht. So. Schon wieder fertig, oder? Okay, das war's. Jetzt schauen wir mal, wo wir die verkaufen. Scheune wahrscheinlich, oder? Scheune. Wo sind die Laschbäume? 380, 330, die gehen ja voll in den Keller. Aber egal, was soll's. Wo müssen wir hin? Wir fahren hier raus.
Lassen wir mal die Karte an, also ich weiß, wo wir hinfahren müssen. Oh oh. Oh oh. Das wird nichts. Dann drehen wir hier nochmal geschwind. So, dann müssen wir auf die Hauptstraße wieder raus. Okay. Dann los geht's. Was, da geht nur 36. Ach, oh, den schnellsten Traktor genommen, du. Naja, ist ja nicht gar so weit. Genau, das ist auch eine Wiese. Die wäre groß. Die wär genau richtig. Einen Ball zu pressen. Sag mal, wie lahmarschig fährt denn der KI? Jetzt fahr ich gerade 36. 30? Ja. 30 fährt der KI. Naja. Da müssen wir rückwärts hin, oder? Ja, anders geht's nicht. So. Halt. Zack. Und runter damit. 17.000. Ja, ist doch was. Das ist doch was. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben doch hier noch Sojabohnen. Ja, 10.000. Naja, das machen wir nächstes Mal. So, dann fahren wir wieder raus hier. Dann fahren wir hier in den Acker rein hier, oder? Feldweg. Genau. Ich weiß, ich fahre wieder zu schnell, aber mir ist es dann zu langweilig, wenn ich ewig lang brauche, bis ich ans Ziel komme. Da fahren wir hier lang. Gut macht er das. Perfekt. Blockiert. Der träumt doch.
So, dann fahren wir hier den gleich rückwärts rein. Oder? Nee, wir fahren das zu einem anderen Platz nach oben, wo unser Wender oder Schwader steht, unsere Ballenpresse. Da ist nämlich alles zusammen. Genau, das machen wir so. Dann fahren wir hier mal rein hier. Genau. Ah, hätte ich oben rauf müssen. Ich hoffe, dass ich da oben rauf komme jetzt. Ja, geht auch. So, wunderbar. So, aber wo stellen wir denn hin? Das ist schon wieder alles belegt. Tja, dann lassen wir den hier gleich stehen. Mitten an der Seite hier parken wir den schön ab. So. Nee. Dann fahren wir gleich runter zum Hänger. Hängen wir den New Holland an, weil dann können wir das nächste Mal unsere Sojabohnen wegfahren. Oder noch besser, Moment, wie schaut es mit der Bodenbeschaffenheit aus? Das passt. Da fahren wir zum Shop und füllen wir noch den Kalk auf. So. Schauen wir mal. Wenn wir so herfahren, müsste das mal passen, oder? Warum geht das nicht? Kann man jetzt einer sagen? Jetzt so. So, schauen wir noch mal rüber zum anderen. Ja. So, dann, liebe Mädels und Jungs, das war's wieder für heute.